geschätzte Damen, geschätzte Herren, ganz herzlich willkommen hier in der Body Meierwiese in Wetziken. Und ich freue mich, Sie in der schönsten Stadt des Bezirks Wil zu begrüßen. Ich habe gehört, es sei die einzige Stadt, das wollte ich nicht hören. Aber jawohl, es stimmt und darum habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich das sage. Wir haben uns erlaubt, dafür so zu tischen, dass wir gerade beim Racer dabei sind. Heisst aber vor allem die rechts aussen sitzen, bitte nicht zu weit raus mit den Füßen. Sonst sind sie nass. Und die hier am Rand aussen sitzen, ein bisschen aufpassen, dass sie mit den Stühlen nicht runterfallen. Wir haben hier in dieser Body Meierwiese rund 40'000 Gäste jedes Jahr. Wenn wir Ausliken noch dazu nehmen, sind wir bei 90'000. Also sind doch relativ viele Baderatten, die unterwegs sind. Wenn die konstante Temperatur, ausser heute, von 23 Grad, man denkt, heute werdet ihr etwas frisch unterwegs sein bei dem schönen Wetter. Darum haben wir es noch nicht ganz geschafft, die Temperaturen so aufzubringen. Kinderplanschbecken, Nichtschwimmerbecken, Sprungturm, 50 Meter Becken mit 6 Bahnen und neu mit dieser sogenannten Rennrutsche. Das ist kein cooler Name, darum sagt man der Racer Slide. Und die wollen wir heute eigentlich können so eröffnen. Im 2013 war es das letzte Mal, wo es versucht wurde, eine Projektrealisierung durchzuführen. Da hat der damalige Gemeinderat aus Grund der Finanzlage aber müssen zurückstellen und dann hat halt leider nichts daraus werden. Bei der offenen Jugendarbeit aber ist das Thema Wasserrutschbahn immer ein Thema gewesen. Die Jugendlichen haben immer darauf gepocht, dass endlich mal in Wetziken eine gute Wasserrutschbahn haben. Und es haben sich dann auch zwei Jugendliche zusammengetan, die schlussendlich bei den Wetziker Schülerinnen und Schüler sind Unterschriften holen im 2019 und haben am Stadtrat eine Petition eingereicht mit 919 gesammelten Unterschriften. Das ist für Wetziken, für die Jugend sehr viel. Hier haben wir jetzt Abend den Samuel und den Dominik. Der ist noch nicht da, gell? Schon unter der Dusche, der kommt später zu der Wasserrutschbahn. Knapp 50 Meter lang und 5 Meter Höhe, 11,9% Gefälle, hat ein Fassungsvermögen von 720 Personen pro Stunde. Das ist relativ viel. Und bis zu 3 Personen können gleichzeitig rutschen, miteinander oder gegeneinander. Es soll ja auch ein bisschen ein Race sein und man könnte da Zeit messen und Geschwindigkeit messen. Einen habe ich noch nicht vorgestellt, man kennt ihn zwar. Regierungsrat Mario Fehr. Du darfst sogar sitzen bleiben, kannst nachher gerade langstehen, Mario. Er hat als Sportminister vom Kanton Zürich den Weg zu uns auf Wetziken gefunden, das schöne Oberland. Das freut mich sehr. Wir teilen uns gleichlich Ressort, einen auf Kanton, einen auf Stadtebene. Das ist Polizei und Sport. Und wir haben eigentlich in allen Belangen sehr einen guten Draht. Und lassen wir es mich gesagt haben, lieber Mario, ich könnte mir im Austausch zwischen Stadt und Kanton keinen besseren Sparringpartner vorstellen, als du das bist. Und darum möchte ich dir jetzt gerade das Wort übergeben. Lieber Marco, lieber Jürg, geschätzte Gemeinderätinnen, Stadträtinnen, Kantonsrätinnen, sportaffine Damen und Herren, Unterstützerinnen und Unterstützer, danke vielmals für die freundlichen Worte. Ich muss sagen, ich finde so Anlässe ganz speziell in dieser Zeit. Das ist auch, glaube ich, die einzige Einweihung von einer Badanlage, die alle Masken hatten in meinem ganzen Leben. Und ich kann wirklich am Anfang sagen, eigentlich wären auch alle 7 Regierungsrätinnen und Regierungsräte gern gekommen, aber dort hat sich halt dann die Qualität durchgesetzt und ich durfte kommen. Ich freue mich sehr, dass ich hier in Wetziken bin. Ich weiss natürlich einiges über Wetziken. Der Marco hat gesagt, Wetziken sei die schönste Hauptstadt, glaube ich, vom Bezirk. Ich kann sagen, Adliswil ist die schönste Stadt im Sihltal, allerdings auch die einzige. Aber Wetziken hat auch die längste Bahnhofstrasse von Europa und das sehe ich da eine der schönsten Baden. Ich finde das Projekt besonders lässig, weil es von Jungen ausgegangen ist. Wir haben bei uns mal eine Skateranlage gebaut, wo auch die Initiative der jungen Leute ausgegangen ist. Und wir haben festgestellt, dass dann, wenn die Jungen direkt involviert sind, dass es dann einfach nachhaltiger ist, dass es mehr auf ihre Bedürfnisse
Zweck geschustert ist. Und ich finde es toll, dass die Wetziger Politik es geschafft hat, die Anliegen der Jugendlichen aufzunehmen. Geschätzte Anwesende, wenn wir über Sport reden in der Pandemie, dann glaube ich, ist etwas ganz wichtig. Wir sind jetzt am Ausgang der Pandemie. Ich glaube, dass wir in einem Monat, zwei, drei viele bessere Situation haben. Ich glaube, heute mit der Impfoffensive von heute 180'000 Impfungen verbucht an einem Tag. Jetzt geht etwas im Kanton Zürich. Wir haben eine hohe Durchimpfung der älteren Leute. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir alle genug von dieser Pandemie. Dass wir das aber so gut überstanden haben, und ich finde, die Schweiz hat es besser überstanden als alle ihre Nachbarländer, Österreich, die Deutschen, die Franzosen, die Italiener und noch ein paar andere, hat der Sport eine ganz wichtige Rolle gespielt. Wir haben immer gesagt, dort, wo Alain Berset gerappt hat, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, haben wir immer gesagt, nein, bleiben nicht einfach zuhause, machen Sport, gehen spazieren, gehen Velofahren, bewegen euch in der freien Natur. Und Sportvereine, meine Damen und Herren, und die Leute, die Sportanlagen betreiben und die Leute, die sich für den Sport engagieren in der Gemeinde, die haben einen unglaublichen Job gemacht. Ich erinnere mich am Ende der ersten Welle, wo die Sportvereine wieder ein bisschen etwas machen durften. Hat man sofort wieder versucht, innerhalb dieser Covid-Regeln, die manchmal auch nicht alle ganz so verständlich sind, eben wieder Sport möglich zu machen. Und wenn wir alle einigermaßen gesund aus dieser Pandemie rauskommen, dann hat es ganz viel mit dem Sport zu tun. Von dort her ist jeder Franken in Sport ein sensationell investierter Franken. Ich weiss selbstverständlich auch, dass der Sport ganz viel zur Integration, zur Gesellschaft als Ganzes beiträgt. Ich finde, Wetziken ist eine richtige Sportstadt. Danke. Ja, wir haben die Möglichkeit, aus dem Sportfonds Beiträge an gute Projekte zu geben. Und die Wasserrutsche hier in Wetziken ist ein mega cooles Projekt, das wir sehr gerne mit einem Beitrag unterstützt haben. Ich darf Gast sein bei dieser feierlichen Einweihung. Ich bin Gemeindepräsident von Gossau. Mein Name ist Jörg Kündig. Ich bin auch im kantonalen Parlament und bin Präsident des Verbands der Zürcher Gemeindepräsidien. Und als Nachbargemeindepräsident freut es mich, dass ich hier dabei sein darf. Die Wasserrutsche hier in Wetziken ist eine super lässige Attraktion. Ich bin sicher, dass ganz, ganz viele Leute jetzt auch wegen dieser Wasserrutsche zusätzlich in die Bade kommen. Ich glaube, es geht darum, dass man auch ein bisschen Freude hat, ein bisschen Spass hat. Und das ist das Zentrale. Vor allem die jungen Menschen haben immer Applaus, wenn sie da können, auch gegeneinander racen, wie es auf dieser Rutschbahn möglich ist. Also ich denke, es gibt nicht nur einen Mehrwert, es gibt verschiedenste. Weil ist eine Möglichkeit, eine weitere für sportliche Betätigung, was sehr wichtig ist. Das haben wir gesehen in der Pandemie. Und der Mehrwert ist auch der für die Jungen, Signal, denke ich. Weil das ist jetzt der Beweis, dass die Jungen, wenn sie etwas erreichen wollen, auch in unserer Stadt, etwas erreichen können, das ihnen dient und das ihnen nützt. Die Idee ist entstanden von Jugendlichen von Wetziken, die der Meinung sind, unsere Body Meierwiese muss aufgepeppt werden mit einer lässigen Rutschbahn. Und sie haben die entsprechenden ersten Schritte in Angriff genommen. Finanziert ist es einmal durch die Stadt Wetziken. Dann haben wir vom Kanton aus dem Lottogeld Beiträge bekommen. Dann haben wir die Jugendkommission, die auch einen Beitrag bewilligt hat. Und man hat auch die grosse Jubiläumsdividende von der ZKB ja bekommen, alle Gemeinden. Wir haben Zeitmessung, wir haben Geschwindigkeitsmessung und selbstverständlich soll es eine Challenge sein, dürfen gegeneinander zu rutschen. Liebe Wetzikerinnen und Wetziker, ihr habt eine mega coole Sportanlage, eine super schöne Body und wirklich ganz, ganz, ganz lässige Wasserrutsche. Brauchen Sie, nutzen Sie, viel Spass, einen guten Sommer euch allen. Liebe Leute von Wetziken und Umgebung, mit dieser Rutschbahn, mit dem Racer, kommt da noch ein Eintöpfchen zu dieser wunderbaren Body, die wir hier haben. Ich durfte als Jugendlicher schon hier baden und ich hoffe, dass viele von den Wetzikern und Wetzikern auch aus der Nachbarschaft die Chance nutzen und in dieser Body das Vergnügen geniessen.
Heute ist jetzt noch etwas frisch, Sie sehen es. Aber die ersten Mutigen sind runter und ich kann eigentlich nur, von morgen an wird das Wetter gut und warm, Paddy geht auf. Ich kann nur alle einladen, kommen Sie in Paddy, rutschen Sie oben runter, messen Sie sich mit Freundinnen und Freunden. Ja, geschätzte Wetzikerinnen und geschätzte Wetziker, Mädchen, Buben, Mittel, Alt und Jung, kommen vorbei, nutzen die lässige Chance, endlich mal gegeneinander zu rutschen, 3 aufs Mal. Ihr werdet es mit Sicherheit nicht bereuen. We'll be right back.